beim Fußball-Zweitligisten Homburg beurlaubt worden. In diesem Umfeld ist der erste Vorsitzende Udo Geitlinger zurückgetreten. Das sind Fakten, wenn sie auch nicht offiziell vom FC Homburg heute bestätigt wurden. Die Homburger machen in dieser Sache dicht. Wir konnten herausbekommen, gestern gab es eine Abstimmung unter den Spielern. Dabei haben sich die Profis des FC Homburg einstimmig gegen Uwe Klimaszewski ausgesprochen. Auch das ist nicht neu. Das gab es hinter vorgehaltener Hand schon öfter. Diese Abstimmung haben letztendlich die Spieler ihrem ersten Vorsitzenden Udo Geitlinger vorgetragen und der hat heute Morgen reagiert. Er sagt, Uwe Klimaszewski ist beurlaubt und ich trete von meinem Amt als erster Vorsitzender zurück. 24 Jahre war Udo Geitlinger der Macher. Der FC Homburg steht sozusagen vor dem Nichts. Uwe Klimaszewski hat heute schon nicht mehr die Mannschaft trainiert. Kurt Knoll, der Co-Trainer, der zum Saisonende den Club verlassen soll, war der Trainer und er wirkt möglicherweise auch gegen Jena am Samstag beim FC Homburg im Waldstadion auf der Bank sitzen. Nun zum ersten FC Saarbrücken, der startet bereits morgen in seine Zweitligapartie und zwar bei 1860. Geitlinger fühlte sich von der Mannschaft erpresst. Die Spieler hatten sich einstimmig gegen Klimaszewski ausgesprochen. Es geht darum, dass wir die Klasse erhalten und für jeden Einzelnen von uns geht es um den Arbeitsplatz und das steht im Vordergrund. Nun soll es ohne Klima in Homburg wieder aufwärts gehen und dies mit dem neuen Trainer Manfred Lenz. Die Entscheidung kam eigentlich mehr auf dem Herzen. 13 Jahre hier in Homburg gespielt. Der Verein hat mich gestern in der Notsituation angerufen. Innerhalb von 5 Minuten waren wir klar. Auf die sportliche Zukunft darf man gespannt sein. Auch wirtschaftlich wird es für den Verein nicht einfach werden. Sehen Sie überhaupt eine Chance für den FC Homburg ohne Udo Geitlinger im bezahlten Fußball? Absolut. Ist jeder zu ersetzen, Herr Roland. Und warum nicht auch Udo Geitlinger? Trotz des Karfreitags dürfen Sie